Blub, blub, Leute, willkommen zu Dark Souls 2 mit dem Bruger. Guten Tag. Und ich habe Na? gerade mal Aslati hier ein bisschen weggeklatscht. Cool. Ja, wir haben Ich geguckt, glaube, wo ich wir sehe legen dich können. gerade, ne? Egal. Wir haben geguckt, wo wir das Zeichen legen können, damit wir wieder beschwören können. Deswegen habe ich jetzt erst aufgenommen. Wir sind natürlich vor Aldias Festung. Wie ihr da hinkommt, wisst ihr sicher schon. Ne? So, Bruger, wo ist dein Zeichen? Müsste direkt hinterm Wagen liegen, guck mal. Hinterm Wagen. Ich habe immer gedacht, die Dinger springen jeden Moment auf, ne, als ich hier fahre. Ja, aber das ist auch die Absicht dahinter. Also das Ja. soll dich so ein bisschen verunsichern, glaube Ist ich. aber schade irgendwie, dass da nicht wirklich was kommt. Ja, die Erwartungshaltung finde ich eigentlich spannender, als dass wirklich was kommt. Da bist Oh, du. ich werde gerufen. Ja. Ja, gut, das stimmt schon. Nur ich war dann schon ein klein bisschen enttäuscht, weil ich wissen wollte, was da drin ist, einfach. Die Junge. Neugier war es dann. So, bist du da? Ja, ich werde gerade gerufen. Ich mach dann schon mal das Türchen auf. Der Ach, Türchen, das ah, ist wie mir so sch. putzig. So, Ja, das warte. Türchen hier. Komm her, da bin ich. Moin. Ach, jetzt will ich nämlich mal on camera haben. Aber ich gehe ein Stück zurück. Weil ich nämlich weggeguckt habe, ich Vollidiot. Weil ich Angst hatte. Kann man durch den eigentlich sterben? Kannst auf jeden Fall Schaden erleiden, ja. Awesome. Ich fand die Szenen einfach nur cool. Kannst mir sagen, was du willst. Ich fand die cool. Ja, Wollen das wir ist den nett Typen soll gemacht. ich doch besser töten, oder? Da unten. Ich habe keinen Bock, dass er die ganze Zeit wieder uns nervt. Nee, das brauchst du nicht. Kannst du komplett ignorieren, Ach der so, Typ. stimmt. Wenn man den gar nicht erst, da gar nicht erst aufmacht, ne, dann kommt er. Passt. Yay, totes Froschi. Der ist heftig. Ja. Da gibt's übrigens einen Bug, ne? Was? Ich würde mal weg von der Leiche gehen. Noch ein bisschen. Warten kurz. Weil es kann das sein, dass du hier instant stirbst. Ich Oh, weiß nicht, ob sie das großartig. gefixt haben, aber früher war es so, dass du hier instant gestorben bist, wenn du in der Wolke Wegen oder wenn du. dem, ja, wegen der Wolke, die dann kommt, dass die Dings noch gilt, oder? Als Stein. Nein, das war ja nicht mal. Nicht? Du wurdest nicht versteinert, du bist einfach nur gestorben. Bei mir war es zumindest ein paar Mal so. Und Komisch. dann. Ach so, hier muss ich dran ziehen. Was ich lustig finde, dass ich auch an der Kette ziehen kann, obwohl eigentlich du der Host bist. Ehrlich? Okay. Ja, Ja gut, du das geht kannst auch manche eigentlich. Türen öffnen. Vielleicht zählt das einfach nur als Türen öffnen. Guck mal hier neben, kannst du. Hast du einen Wahlzugkünder? Ist auch egal, wir brauchen kein Licht. Möglich. Ja, ich Hast du hab Licht einen. noch? Machen wir Licht. Machen wir hier schön. Ne, wir wollen ja das Schloss Komm mal, genießen. du Papa, Licht gemacht. Hat er Ah. Licht gemacht? Schön Licht. Willst du ja Leuchtfeuer holen hier neben? Besser ist er. Ich will erstmal den Drachentypen hier töten. Musst du Voll gar nicht. lustig. Und ja, das Leuchtfeuer ist besser, das stimmt. Kommen die nicht irgendwann selbst? Die nicht aus den Bildern, glaube ich, oder? Weiß gar nicht. Ich meine, bei dir ist er nicht rausgekommen aus dem Bild, aber ne? Host und so, die sind ja meistens eher nett auf den Host zu sprechen. Weil ich auch nicht Nett, nett. verstehe. Du kannst ja als Phantom diesen Rotaugen, nee, wie heißt der? Dieser rote Ring eben, dass du der Aggressor bist. Aber hier kennst du den Trick. Welchen Trick? Wie du den ganz leicht ausweichen kannst, diesen dicken. Warte. Nö. Hier einfach in die Ecke stellen. Jetzt weiter. Ach so. Ja, schön, dass du jetzt durch Platzdicken. bist. Ich bin leider nicht. Kann Du die Tür kannst nicht dich. öffnen. Ja, ich hatte es mich befürchtet. Oh, der haut auf mich. Kannst schon. Passt schon. Ja, ich dachte nur, lässt sich gleich nach hinten fallen, so wie jetzt. Ja, nicht so. Ich mag die Dicken nicht. Die sind zu schnell für ihren Umfang. Kann doch keiner Wie erzählen, verliert dass es er zu da? schnell ist. Ja. Reife, die ist auch knuffig, aber. Ich find's zu schnell. Mal die Tür ein bisschen schneller auf. Ich hätte kein Blitzpulver dabei gehabt, das nervt so ein bisschen. So, hier Auch ganz nicht rechts in die viel. Ecke, genau. Nein, nein, nein. Nee. Großartig. Ja. Jetzt komm schnell. Durchlaufen. Da ist der Was? Ich Wächterdrache. musste was trinken. Nee, musst du nicht. Einfach durch. Ich musste. Ich musste doch. Du kannst dich übrigens als Phantom doch mit Flakons heilen. Ja, aber ich konnte es nur beim Boss, ich konnte es dazwischen nicht. Eben. Das hat mich gewundert, weil ich konnte es vorher ja auch. Als helfendes Phantom, aber dann plötzlich nur noch beim Boss. Das war ganz strange. Vielleicht weil du die Glocke geläutet hattest? Keine Ahnung. Dass sie das unterdrückt? Eigentlich nicht.
Guck mal, welcher Drache. Drache. Der Boss hier war auch eigentlich das Einfachste, was es gab. Ah, außer man lässt sich jetzt brösten, wie ich. Weil ich in blöder Weise. Ja, und starb. Ja. Ja, ja, es ist eigentlich. Ich habe auch gesagt, eigentlich. Ich habe nicht gesagt, oh, ja, ist so Mensch, Freunde. Glaube ich. Mach doch nicht deinen Scheiß die ganze Zeit. Okay. Vielleicht ein Feuerresidium nehmen sollen. Ich meine, die kommen ja später als reguläre Gegner, von daher sind sie auch gar nicht so schwer. Ja, die sind dann leichter. Das ist beim ersten Dark Souls genauso wie der Taurus Demon. Also. Der war früher auch leichter und dann, ne? Die waren dann nur leichter, weil man mehr Gebiet hatte, um auszuweichen. Jein, die hatten, glaube ich, weniger Lebensenergie auch und haben weniger Schaden gemacht. Okay. Hatte ich jetzt nicht so im. Du kannst das Symbol ja gerne wieder vor die Tür legen. Ich guck mal, ob ich dich beschwören kann. Wenn ich den dicken Tod krieg. Weil der dicke ist ein bisschen doof. Musst du ja nicht. Den musst du nicht töten, glaube ich. Ja, okay, der ist auch hinter der Wand jetzt wieder. Ist okay, kann er bleiben. Ich hab's vor die Tür gelegt. Der kommt nicht durch diese Lücke durch, soweit ich weiß. Das ist auch strange. Beim ersten Mal springt er durch die Wand dich an. Doch, er kommt durch, Bruder, und er rennt auf mich zu. Ja, dann warte drinnen beim Drachen kurz, bis ich komme. Bleib bloß weg. Er kommt da nicht durch die andere Tür, okay. Ich habe aber vor die Tür gelegt, also ist alles gut. Ja. Oh, aber diese Säulen, ne, das sieht so gut aus. Ich weiß man fragt nicht, wie sich, das ist. Man weiß auch nicht, was das sein soll. Ja, ne, das sieht nämlich aus wie der Aschesee, oder? Weiß man nicht. Die Säulen der Welt. Es spielt ja nicht in. Es ist ja eine. Dragon Lake ist ja eine Insel, also es ist halt nicht wirklich. Ne? Festland. Das heißt ja nichts. Ja, Dark Souls 1 hat aber auf dem Festland gespielt, soweit ich weiß. Wer weiß, wie lange das her ist? Siehst ja, dass einige Königreiche gekommen und vergangen sind. Kann ja sein, dass da ein bisschen ein Shift gegeben hat und das jetzt eine Insel geworden ist, weil das Wasser angestiegen ist oder sowas. Ist nicht unheard of. Ja. Was meinst du, wie unsere Landen aussahen vor der Eiszeit und nach der Eiszeit und dazwischen? Also, ja, früher war ja alles mal ein Kontinent. Und da das sowieso, das ist aber noch viel, viel länger her, Roger. Das ist eine ganz andere Zeitspanne. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das sind schon ein paar Millionen Jahre. Und weißt du eigentlich, dass zwischen Stegosaurus und Tyrannosaurus Rex mehr Jahre liegen als zwischen Tyrannosaurus und uns? Ja. Ja, das ist sehr unvorstellbar, wie diese Zeitabstände sind teilweise. Und man das gar nicht so realisiert. Oh weil Gott, ich ruf dich und jetzt habe ich Standbild. Fuck. Großartig. Okay, du wirst gerufen und es kann sein, dass du gleich stirbst. Yay, warum? Weil da gerade zwei dicke Viecher sind und bei dir stehen. Ja, hey, Leute. Geh drin rum. Wow, okay. Es ruckelt jedes Mal, wenn ich dich rufe. Oder beziehungsweise, wenn ich überhaupt dein Symbol nur berühre. Es tut mir leid. Das ist dieses Abfragen wieder, ne? Ja, es ist kacke, dieses Internet. Ich muss da echt mal anrufen. Unity Media, bester Anbieter. Kennt Gronkh auch schon, ne? Hat er auch schon gesagt. So. Ich habe auch Unity Media. Das ist zumindest günstiger. Als mein das Alter. Ist auch sehr günstig. Kann man nichts sagen. Also preislich ist es super. Für mehr Leistung aber bei mir sogar. Und bessere Qualität bisher. Ich hatte relativ selten Probleme bisher. Muss ich sagen. Ach guck mal, ich fände Schaden manchmal viel mehr als Freund. Warum auch irgendwie schon. Ich habe mich auch gerade gewundert. Oh nein. Hau ihn. Ach, Mann. Also, was soll das denn, Drachenvieh? Muss hier echt aufpassen. Das ist ein Boss, den man nicht unbedingt anvisieren sollte. Den sollte man auch nicht unterschätzen, so leicht er auch scheinen mag. Aber das unterschätzen ist ja mehr dein Metier. Ja. Hab ich so das Gefühl. Sagst du immer, ja, die sind alle ganz einfach, was ja auch stimmt. Man weiß wie. Und dann muss ich mir wieder anhören, ich sei abgehoben, was Dark Souls Spiele angeht. Ja, ja. Naja, weiß nicht, wer das ist. Stop. Haben wir, sehr schön. Ah, super. So macht das Spaß. Richtig schön verkloppen kann. Drachenwächter Seele. So. Da bin ich weg. Jetzt heißt Aufzug fahren, Leute. Drachenschrein. Wie sieht es bei dir aus? Abkürzung? Ist was für dich oder nicht so? Kommt drauf an, wie viel über diese, springen. Über diesen Abgrund springen. Kriegst du das hin, oder? Ja, ich versuch's. Ich meine, was kann passieren, außer dass ich sterbe und ich habe noch genug menschliche Dinger hier. Menschlich? Menschlich!
Ich hab menschlich, hab ich. Nee, dann lass lieber normal laufen, weil das ist echt ein fieser Sprung. Okay. Ja, ich bin halt ein bisschen schwer, das wäre halt das Einzige, was ich denke, dass es mich dann noch runterziehen könnte. In der Richtung. Und ich muss halt im richtigen Moment springen. Ich habe das Gefühl, dass bei meinem blöden Controller die B-Taste nicht mehr so richtig will. Das habe ich jetzt auch gemerkt bei den Bonusparts, die ich gemacht habe. Wenn ich rennen wollte, hat er manchmal gesagt, so, nö. Warum? Okay. Ist doch so schön hier. Das Rollen erklären. Teilweise auch, ja. Irgendwie, ich habe das Gefühl, manchmal will die nicht ganz. Die ist immer noch okay eigentlich, aber so hat manchmal ihre Aussetzer. Naja. Da muss man auch mal sich irgendwann drum kümmern. Naja, egal. Es ist, wie es ist. Ne? So ist es. So, warte, ich habe mir gerade schon das Leuchtfeuer am Drachenschrein. Mhm. Ist wahrscheinlich auch schon oben, gerne. Oder? Und Shana-Lot ansprechen nicht vergessen. Wegen der Feder, aber ist eigentlich auch egal. Aber ich fand die Feder eigentlich eine schöne Sache. Sie ist nicht unbedingt notwendig, aber sie macht es ein bisschen entspannter. Also ich habe noch genug fürs ganze Spiel an Knochen, denke ich. Ich habe noch 9. Ja eben, mehr brauchst du ja nicht. Ich habe noch 5. Ja, so wie wir hier durchspielen natürlich, aber ich meine, wenn man es normal durchspielt... So, ich lege meinen Stein direkt ans Feuer. Blind? Wo war denn das Feuer? Ach da, das war im nächsten Dings, ne? Mhm. Über die Brücke meine ich, im nächsten Raum, ja. Gut, dann dürfte ich hier jetzt auch sehen. Ich meine, so wie wir hier vorankommen, natürlich brauchen wir nicht mehr so viele, aber... Oh, well. Okay, noch sehe ich es nicht. Ich will auch mal die Knochen da rausnehmen, so. Haben wir noch? Oh, 10 Minuten läuft. Jetzt sind gerade die Schriften aufgeploppt, aber deine noch nicht. Okay. Wo hast du hingelegt? Direkt neben das Feuer? Direkt neben das Leuchtfeuer, ja. Oh. Nee. Noch ist nichts da. Aber dürfte eigentlich jede Sekunde kommen. Ja. Aber dieser Blick ist auch so schön im Drachenschrein. Also das fand ich sehr cool gemacht mit den Drachen, die umherfliegen. Mit dem Event bei der Brücke, wenn man ein bisschen gemein ist und alle Dracheneier zerhackt. Sehr schöne Sache. Nee, es ist noch nicht da, Bruder. Was ist los? Was ist da los? Keine Ahnung. Ich leg's mal ein bisschen weiter oben. Davor die Brücke am besten. Mhm. Okay. Warte. Vor die Brücke nach links, okay, ja. Da, wo das Vieh schon vorne steht. Mhm. Oh, die Viecher, ne? Die waren auch so nett und so toll. Warte mal, Scholar. Okay. Ach, schön. Also, das sagt ihr gleich, in Scholar haben sie vieles umgesetzt. Ja, das habe ich ja schon gemerkt. Da war ja schon am Anfang ein bisschen was anders. Aber es ist so schön, wenn der Paint einfach ein bisschen squeal. Natürlich. Oh Gott! Ah, es macht Spaß. Fand ich super. Ja, ich bin gespannt, was sie da noch alles umgestellt haben, aber ich muss sagen, es wird dir nicht gefallen. Das ist aber immer noch kein Zeichen da, Bruger. Was soll das? Ah, ich weiß nicht. Haben wir gerade ein Problem. Sollen wir nochmal den Ring neu anlegen? Auf einen anderen Gott? Scheiße, so? Warum springe ich denn nicht? Ich wollte die Abkürzung holen, bin ich gestorben. Ich finde es eigentlich die Version nicht wert, wenn sie nicht so vergünstigt wäre für jemanden, der die andere schon hat. Also es ist auf jeden Fall ein schlechtes DLC, sage ich mal so. Ja. Ja, also es ist ja auch kein DLC in dem Sinne, es ist einfach eine Erweiterung. Und ich sag mal, für PS4... Ich finde es gar nicht schlecht, weil es gibt ja Leute auch, die darüber schimpfen und sagen, ja, nee, Scheißdreck. Und im Prinzip ist es ja Quatsch, war bei Last of Us genau schon so, als ich das gemacht hatte. Für die PS4 nochmal. Haben Leute auch gesagt, ja, was soll denn der Scheiß? Jetzt bringen sie es nochmal raus, es sieht gar nicht so viel besser aus. Und es sieht halt doch schon besser aus grafisch, aber... Ja, es ist halt also nicht wirklich viel. Es ist halt nicht viel, aber überlege mal, es gibt ja viele Leute, die jetzt zum Beispiel sich aus dem Grund keine PS3 mehr kaufen wollen. Warum also nicht das Spiel neu auflegen für die PS4? Ja, aber nee, wenn ich mir jetzt eine Konsole kaufen würde, würde ich mir bestimmt keine PlayStation 3 mehr kaufen. Für die Leute macht es natürlich Sinn, na klar, wenn man das Spiel noch nicht hat und wenn man es für PS3 nicht hat und so, aber es gibt ja auch viele, die es dann trotzdem noch kaufen und so, und das ist eigentlich Verschwendung. Sag mal, wollen wir einen neuen Gott versuchen, weil irgendwie kommt dein Zeichen nicht. Warte mal. Ich krieg die Abkürzung nicht hin. Nee, wenn nicht, wie machen wir's? Du hast da auch noch diesen, Kriegsgott oder der hieß? Kreml, ja, nee. Muss doch gehen. Ich leg's mal ein bisschen weiter hinten jetzt, Gottes einfach hinter die Brücke. Okay, dann hau ich den Typen gerade mal weg. Der hat gegen mein Schwert nichts zu sagen. Ah, das ist so schön. Ich versuche nämlich die ganze Zeit diese dumme Abkürzung zu schaffen, aber irgendwie haben die das gefixt. Ich komme nicht mehr rüber.
Ja, kann sein, dass sowas mal gepatcht wird. Ich meine, wenn das nicht intended ist, ist nicht von denen vorgesehen, dann kann man es auch mal wegpatchen. Das war ja das Schöne beim ersten Teil eigentlich, dass dieser Farmspot nicht weggepatcht wurde, weil er anscheinend so in Ordnung schien. Was für ein Farmspot? Ja, im Wald. Im Wald? Der erste. Doch, ja. Das wurde weggepatcht. Was? Du hattest vorher alle Phantome da, also auch dieser komische Ritter. Ja. Und die beiden haben sie dann raus, also zwei oder so haben sie dann rausgemacht, dass sie beim ersten Mal nicht mehr da waren. Ja, aber die drei, die noch da waren, die haben mehr als ausgereicht, um zu fahren, ehrlich gesagt. Ich fand's okay, also. Ich hab den Sprung übrigens geschafft. Das ist schön, ich habe immer noch kein Zeichen. Es hat immer noch Zeitinvestment erfordert, aber direkt hinter der Brücke hast du gesagt, ne? Bin ich. Ja. Okay. Ey Leute, gerade ist irgendwie blöd. Es hat Zeitinvestment halt erfordert, aber es hat zumindest war eine Möglichkeit, die man in Anspruch nehmen konnte, wenn man es denn möchte. Ja. Ist noch kein Zeichen da, Mensch. Ist irgendwie. Witz nicht. Also ich bin nämlich gerade schon. Ich hole mir gerade das Leuchtfeuer, dann komme ich nochmal zurück gleich. Soll ich vielleicht legen und dann machen wir das schnell bei dir? Wie gesagt, ich bin schon drüben im Drachenschrein. Großartig. Und ich komme nochmal zurück. Großartig. Du bist immer nur vorbeigelaufen an den Drachen, ne? Nein. Du kannst. Da gibt's so einen Punkt, da kannst du rüberspringen. Da läufst du direkt. Da läufst du direkt rüber und. Also wenn du die erste Brücke, dann gehst du ganz scharf links durch so einen Tunnel und da kannst du dann rüberspringen. Ach der, ja. Ganz das scharf ist rechts. Ganz leicht. Ist halt echt ein bisschen schwieriger dann. Der Spaß. Aber was dich auch freuen wird in Skolla, im Drachenschrein würde ich mal ganz genau die Augen aufhalten. Das würde dich echt freuen. Großartig. Dann kannst du da den ganzen Drachenschrein eigentlich skippen. Ja, stimmt. Aber wir müssen trotzdem irgendwie wieder dein Zeichen hier hinbekommen, sonst. Ich geh mal, warte mal. Ich leg's mal weiter vorne in diesen Raum, wo oben die Löcher in der Decke sind. Ist da was? Ja, aber weißt du was? Wir machen gerade mal kurz einen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Bei mir dann. Bis. Komisch. Blub, blub, wir sind wieder da. Ja, leider scheint hier PvP nicht möglich zu sein, oder das PvP überhaupt nicht möglich zu sein. Deswegen renne ich einfach mal so durch und der Bruger erzählt euch was Schönes. Der Bruger. Ach ja, damals, ne, da war alles noch ganz anders. Damals, da war alles besser, habe ich gehört. Da hat Koop geklappt, ja. Da hat Koop. Zeiten von Skolla of the First Sin haben sie das alles deaktiviert scheinbar. Jetzt muss mal gucken, ne. Schon. Muss gucken. Oh nein, das war ein Ruf. Köderschädel hast du gesagt, ne? Ja, versuch's mal. Ich weiß nicht, ob das geht bei den großen, aber. Ja. Köderschädel funktionieren nur bei niedrigen Kreaturen oder so. Köderschädel. Ah, und ich bin tot. Ich fürchte, ich überlebe das nicht. Nein. Zum Glück hab ich nicht der Typ getroffen, sondern das Ding von dem Perika. Ich bin durch. Ist cool. Ist sauber. Aber ich mach's auch schnell. Ich hoffe zumindest, dass ich's schaffe. Aber ich bin noch nicht beim Drachen, also der könnte immer noch kommen. Die waren nämlich auch biestig, die Typen. Ja, einfach in der Mitte durchrennen. Folgen die einem nicht so weit? Nö, nicht, dass ich wüsste. Bin mal gespannt. Die Kleinen sind die gemeinen Schweinis. Ja. Ah, aua! Wie er mich trifft! Einfach durch die Mitte. Ausdauerregeneration beachten und dann durch. Ja, die also Kleinen. Ausdauer. Der blockiert mich, die Sau. Alter. Sobald du anfängst zu kämpfen, ist schon vorbei, ne? Das weißt du. Ja, ich kämpfe ja nicht, aber ich wollte nicht kämpfen, der ist mir nur im Weg gelaufen und dann war gut. Dann hat er mich platt gemacht. Passt. Also ich hab doch genug. Ich konnte mich ja zwischendrin kurz heilen. Und sie kommen. Wey. Der kommt mit zu Aldia. Okay, nein. Ich bin tot. Ich hab nichts mehr gesehen, diese scheiß Kamera hat wieder rumgespeckt. Verzieh dich, du doofes Vieh. Okay, sehr gut. Ich bin bei Aldia, yay! Das ist nicht Aldia. Ja, doch. Das ist Aldia. Das ist der uralte Drache, was du meinst. Der uralte Drache ist das ja eigentlich nicht. Man sieht ihn doch eigentlich in der Erinnerung, wie er tot auf dem Boden liegt. Also das Dürfte er eigentlich nicht sein. Es gibt doch die Theorie, dass das eigentlich nur Aldia ist, der sich selbst zum Drachen gemacht hat. Wie kann ich mit ihm reden? Wo ist das Ding? Wo ist der Switch? Ah, du musst eigentlich vor ihm stehen und er redet dann mit dir. Ja, ich stand zu weit nah vor ihm. Bla bla bla. Das kennen wir alles schon, Leute. Deswegen leg ich das mal ein bisschen durch. Wir haben das Herz des Aschenebels. Yay. Sehr gut. Ich muss auch mal hinlaufen, weil die Penner mich da eben überrascht haben. Jetzt will er auch nicht mehr mit einem reden. Und er lässt ja eine Riesenseele fallen und nicht die Seele des uralten Drachen.
Das ist halt schon ein bisschen verdächtig. Kann ich jetzt eigentlich... Ich kann doch jetzt einen Feder nehmen, ganz gut. Ne? Weil dann haben wir das nämlich auch gemacht, Leute. Und dann Nein! Sehen wir nämlich... Oh, es hackt die ganze Zeit und ich bin schon wieder tot, weil es gehackt hat. Great. Ich kann mich nicht bewegen in der Zeit und dann auf einmal werde ich von zwei Typen totgehauen. Es ist so lächerlich gerade. Oh Mann. Ich denke mal, im nächsten Part sehen wir dann die Erinnerung, oder? Mit dem Riesen, ja. Der Riesenfürst. Können wir direkt zum Riesenfürsten in die Erinnerung? Ja, klar. Ja, eigentlich schon, im Königstor. Ja, wunderbar, Leute. Dann wird das das nächste sein, was wir dann machen werden. Beziehungsweise wird das sogar der letzte Part werden, schätze ich, weil danach kommt eigentlich nur noch dann Dranglake. Also nur noch nach Chandra, meinst du, ja? Stimmt. Ja. Wächter und Hüter und dann nach Chandra. Ja, krass. Das ist ja, ging ja fix. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell da durchkommen, Mensch. Das Spiel ist auch sehr kurz, wenn man durchrennt. Ja, wenn man, ja, ich meine, wenn man nur die Bosse macht, die man machen muss, soweit, eigentlich. Ich wollte nach... Wo wollte ich denn hin? Wo war das jetzt? Nicht in Dragon Lake, das war hier bei dem, ach, bei dem Kardinalsturm, Mensch, so. Ich war gerade total verwirrt, ich war gerade total neben der Spur, sorry. Du hast mich so verwirrt, damit das jetzt schon enden soll. Ah, Mensch, Mensch. Ist. Wir sind ja erst am Dieses Part Rumgehacke, ich werde schon wieder nur getroffen, weil es rumhackt. Das ist so lächerlich. Oh Mann. Wir sind Kannst du nichts machen? Bei Part 14, oder nicht? So, ich bin auch beim Drachen jetzt. Angeschlagen, aber ich hab's. Ich hack hier nochmal ein paar kleine Gegner um, Leute, weil es halt einfach lustig ist, wie man denen das Schwert durch den Körper zieht. Schön. So. Na gut. Ab's. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, Leute, das nächste Mal. Vielleicht Finalpart. Mal gucken, wie wir gut durchkommen. Bei dem Riesen. Ich fand ihn nämlich scheiße. Das ist easy. Ein oder zwei Parts oder mehr wird es sicher nicht mehr werden. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.